Bravo! Ein schöner Tag hier draußen, oder? Ja. Soma sagte, ich würde dich hier finden, Leaf. Wie lautet dein Plan? Wir befreien die Welt von einem Priester, der den Aldermann preist und den Zehnten in Wiegmunds Taschen umleitet. Der Plan lautet, wir schleichen uns hinein, weiden den Priester aus und kehren zu Soma zurück. Wiegmund wird schäumen vor Wut. Wie bist du zu Somas Heer gestoßen? Wir kamen gemeinsam nach Englerland unter Gudruns Flagge. Die Sachsen nannten uns das große Sommerheer. Als Gudrun nach Westsexer aufbrach, übernahm Soma die Führung. Eigentlich hätte ich das gerne selbst getan. Was würdest du tun, wenn du Jarl von Grantabrück wärst? Ich würde die Stadt auf meine Art führen und weniger auf Birna und Galin hören. Vertraust du ihnen nicht? So würde ich das nicht sagen, aber Birnas Stiefel stecken im Schlamm und die von Galin schweben im Himmel. Wenn es um Leben oder Tod ginge, wäre keiner von beiden aus dem richtigen Holz geschnitzt, um uns durch den Sturm zu führen. Du warst dabei, als Gudrum Soma zum Statthalter von Grantabrück ernannte. Wie fühlte sich das an? Gut, ich habe ihr Glück gewünscht. Unter Somas Herrschaft begann das Silber zu fließen und die Leute begannen zu tanzen. Mit Handel kennt sie sich aus. Trotzdem wünschte ich, ich hätte den Mumm gehabt, vorzutreten und die Bürde und Ehre der Verantwortung für eine Stadt auf mich zu nehmen. Aber das ist nebensächlich. Soma ist meine Jarlskone und ich bin ihr eingeschworener Krieger. Kein Gott könnte daran etwas ändern. Was muss man mitbringen, um Schiffbaumeister zu werden? Geduld Erfahrung. Und Liebe. Ich kenne jedes unserer Schiffe, wie Eltern ihr Kind kennen. Aber um Schiffe zu bauen, braucht man auch Silber. Für hartes Holz, haltbare Stoffe und teure Farben. Das Gelb, das ich benutze, das kommt von sehr weit her. Ein stolzer Preis für einen fröhlichen Anstrich. Vermutlich wurden meine Farben deshalb vor ein paar Wochen gestohlen. Verdammte Diebe. Eine gute Unterhaltung, Leaf. Kümmern wir uns jetzt um Wiegmunds Mann. Richtig, richtig. Wiegmunds Bursche verdient eine Belohnung. Meine Krieger werden die Sachsen am Tor ablenken. Wir beide werden den Priester suchen. Ja. Dann, let's go, Kenneth. Rinnenäuger, Priester töten, fertig. Ich sollte mich vermummen. Du gehörst mir! Komm zurück und stell dich mir! Rudi, es ist nichts Persönliches, ne? Thank you.
der Stil? Er nach Brom! Gathram! Flüger! Help! Wir werden sofort angreifen. Der Priester ist in der Kirche. Geht von hinten ran! Ja. Von den Seiten, strengt euch an! Wachen! Hilfe! Hilfe! Wigmund hätte euch alle bei der ersten Gelegenheit töten sollen. Warte, ich muss kurz jemanden hören. Der hat einen großen Hammer dabei gehabt. Gut, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt echt null gerechnet. Damit habe ich jetzt echt null gerechnet. So. Hi. Neue Quest. Julfest. Wigmunds Priester ist in der Kirche. Müssen wir kurz was Richtiges davon ausgehen? Schön schweigen. Rühr dich nicht. Du bitte auch. Verleiht mir Stärke. Bist du öfter hier? Sieh mal einer an. Bin Sachs. Heide sein. Sachsen mag ich ein Heide sein, aber diese Kirche ist...
mag ich ein Heide sein, aber diese Kirche ist wirklich schön. Ich erkenne gute Handwerkskunst, wenn ich sie sehe. Lord Wigmund von Wallading trägt den Segen unseres Herrn und Retters Jesus Christus in sich. Mögen uns diese heidnischen Kannibalen auch zerstückeln, rösten und fressen, aber unsere Leben haben Bedeutung, wenn sie in seinem Namen... Die Lügen dieses Priesters werden den Schier nicht mehr vergiften. Wir sollten gehen. Selbst nicht. Okay. Gut gemacht. Wir haben Wigmunds Mann schnell verstummen lassen. In der Tat. Du hast dich wahrlich bewährt, Eivor. Wir sehen uns in Grantabrück.